Was ist das schön hier? Willkommen bei Nature's Beauty. Ruckel. Okay. Willkommen zurück zu Minecraft. Und ja, wir waren beim Hausbau. Ich habe hier ein kleines süßes Häuschen gebaut. Allerdings haben wir ja nur auch eine wunderschöne Map. Und wir brauchen jede Menge Ressourcen, sowas wie Eisen und so weiter und so fort. Und genau deswegen werden wir uns jetzt bald mal auf den Weg machen. Losziehen. Und Ressourcen sammeln und die Gegend erkunden natürlich. Einfach mal die Gegend erkunden. Das ist echt schön hier, aber dieses Schilf muss hier weg. Zuckerrohr, meine ich. Das sieht aus. Okay, so. Den Rucksack brauchen wir auf jeden Fall. Den packe ich jetzt mal auf den letzten Slot. Ich packe mal die anderen Ressourcen alle irgendwo anders hin. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Ne, das sind Bauwerke. Moment, die fertigen Bauteile möchte ich gerne... Wo ist denn das andere Treppenteil jetzt? Hier, da. Die fertigen Bauteile hätte ich ganz gerne dort... Und hier so Roofplanking und Fichtenholztür und solche Sachen. Die Schere nehme ich mal mit. Die ist auf jeden Fall wichtig für irgendwelche Saplings, die wir vielleicht unterwegs noch finden. Ach, wir haben hier rote Farbe. Okay. Tomatensamen. Das ist schon mal geil. So Glasscherben. Was weiß ich, wofür wir das brauchen. Den behalten wir mal noch. Für, ja, was soll ich denn mit zwei so Dingern anfangen? Nichts wahrscheinlich. So, wir haben eine Spitzhacke. Wir haben drei Spitzhacken. Ich nehme mal diese als erstes zum Verbrauch. Wir haben hier Spitzhacken. Wir haben eine Schere. Wir haben... Na, Schwert brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht. Ich bin ja noch auch friedlich. Das ist ja auch okay. Also brauchen wir theoretisch kein Schwert. Das kann schon mal raus. Fackeln brauchen wir auf jeden Fall. Da haben wir ja auch eine ganze Menge. Ich nehme mal diese 64 jetzt mit. Die Steinaxt ist kaputt, kann eigentlich weg. Ich habe sie wieder aufgesammelt, das ist hervorragend. Schüssel brauchen wir jetzt nicht. Die Schaufel nehmen wir auf jeden Fall mit. Die Axt nehmen wir mit. Die ist auch kaputt. Das war ja die von eben, ne? So, das muss ich noch einsortieren. Und die Stöcke mache ich jetzt auch einmal weg. Es ist schon wieder Nacht. Yeah. So, also haben wir hier unser Zeug. Das haue ich dann in die Tonne. Und dann, okay, ein bisschen mehr Axt brauchen wir schon, ne? Die sind ja alle kaputt. Wie kacke ist das denn? Ich hoffe, es reicht. Gut, wenn wir voll beladen sind oder kein Werkzeug mehr haben, müssen wir eh zurück. Hauptziel ist Eisen und Kohle und gegebenenfalls Redstone, damit ich schicke Lampen machen kann. Das ist erstmal so Schritt 1. So, hier machen wir jetzt den ganzen Schnulli rein. Ha. Ich muss auf jeden Fall bald mal anfangen, irgendwie was anzubauen. Komische Eier hier und dann haben wir noch den Stein. So. Okay, und die Portable Werkbank haben wir auch. So, es wird dunkel. 64 Dinge. Wir haben unsere schicke Map. Und wir gehen auch in diese Richtung. Ich habe mir vorgenommen, in diese Richtung zu laufen. Nach Westen. Okay. So, dann lass uns mal eine Runde pennen. Gute Nacht. Ein neuer Tag hat begonnen und wir stürzen uns ins Abenteuer und erkunden die Map. So, wir laufen jetzt. Hier, ich habe ja hier eine richtig schöne kleine Minimap und ja, also lasst uns einfach mal los. Mal gucken, was uns hier so begegnet. Also ich werde mich jetzt nicht an... Was ist denn das? Achso, ich werde mich jetzt nicht an irgendwelchen
Pflänzchen aufhalten, es sei denn, die sind wirklich wunderschön und es ist irgendwie Baumwolle oder sowas. Was ist das hier? Rosen? Schick. Ha. Das ist irgendwie schön. Moment. Habe ich gerade gesagt, ich halte mich nicht auf an solchen Sachen? Ja, hat gut geklappt. Ha. Fliegenpilze brauchen wir jetzt nicht. Hier sind so Rentiere und sowas. Okay. Kamille. Aha. Ach, wisst ihr was? Ich meine letztendlich... Da können wir ja sogar noch eine Apotheke machen, wa? Letztendlich... Sammeln wir sowieso alles ein am Ende. Ginseng. Ginsengwurzel. Mhm. Hier gibt es so Fahnen und sowas. Was ist das hier vorne? Hier ist so ein bisschen Kamomill. Nehmen wir mit. Noch mehr Kamille. Ja, die bauen wir auf jeden Fall an, ne? Also was soll's. So, lass mal schauen. Hier haben wir jetzt so einen kleinen Berg. Ja, läuft gut. Was ist das hier? Mohn. Weiß ich nicht. Ist irgendwas Oranges. Ich weiß, ich habe ja irgendwo so eine Architecture-Mod. Da hatte ich schon mal reingeguckt im Offscreen-Modus. Und da kann ich ja so einen Schissel bauen und einen Hammer und irgendwas anderes. Aber ich brauche für die Gerätschaften tatsächlich orange Farbe. Es geht keine andere orange Farbe. Außer orange Farbe. Und zwar zeige ich mal eben, dass hier, genau das. Da war ich nämlich schon beim letzten Mal, habe mir das einmal angeguckt im Offscreen. Hier. Diese Dinger. Und ich brauche original orangen Farbstoff. Voll assi. Ehrlich. Ich war so neugierig und wollte wissen, was diese Dinger so können. Aber nee. Er hat mich einfach nicht gelassen. Eine Pfingstrose. Mensch, das ist ja wie im richtigen Garten, ha? Huh? So, ich nehme mal hier vorne noch ein bisschen was mit, was auch immer das sein soll. Ich habe echt keine Ahnung. Hier noch ein bisschen Mohn. Ach, Mohn ist ja auch schick, ne? Und dann haben wir hier was Gelbes. Löwenzahn. Nein, danke. Hier wird es jetzt ein bisschen kälter. Hier ist Schnee oben. Momento. Flieder auf jeden Fall. Milkweed. Ich weiß auch nicht. Naja, sammle ich wahrscheinlich einfach nur irgendwelche dusseligen Pflanzen und habe gar nicht das, was ich haben will. Ha. Okay. Da unten sieht mir das aus, als ob wir... Oh, was ist denn das hier? Das ist doch ein Gebäude, oder was? Bin ich doch in der richtigen Richtung, ja, ne? Ich bin noch... Hier ist noch... hier ist noch Westen, okay. Okay, was haben wir denn hier? Was ist denn das? Ich glaube, ich bin zu weit runtergelaufen. Braune Keramik. Jetzt lauf doch mal da hoch. So. Ja, hervorragend. Richtig gut. Was ist denn das hier? Das ist doch ein Bauwerk, oder was? Kannst du mir doch jetzt erzählen, was du willst? Hier.
Nicht runterfallen. Doch runterfallen. Na gut. Ich gehe mal einmal hier rum. Hier haben wir so ein bisschen Steinbauten. Geht's jetzt hier irgendwo rein oder nicht, oder was? Asianartig. Moment, ich gehe mal hier. So. Okay, also hier gibt es nicht wirklich, hier ist keine Kiste oder irgendwas. Wir haben hier so ein bisschen... Ich habe kein Schwert mit, ich Horst. Moment. Okay, damit geht's auch mit der Schere. Nein. Jetzt habe ich wirklich Spinnennetze aufgehoben. Das ist ja irgendwie... doof. Naja, dann nehme ich die halt so mit, dann setze ich die irgendwo hin und mache sie dann mit dem Schwert kaputt, damit ich dann... Ich habe hier nur Plunder. Das will ich nicht. Damit ich dann die Fäden einsammeln kann. Okay, das war jetzt super. Bitte nicht abstürzen. Ist das hier eine Höhle? Nein, ist es nicht. Da vorne? Nein, lass mich hier runter. Du sollst mich da runterlassen, habe ich gesagt. Ist das da eine Höhle? Nein, ist es nicht. Okay. Dann nehme ich euch wieder mit. So, was haben wir denn hier eigentlich? Stein und Kies und Gedöns. So, gut. Okay, wir gehen wieder Richtung Westen. Arbeiten uns hier vor. Einmal durch den Wald durch. Hier war irgendwo, glaube ich, zumindest von oben gesehen zu haben. Nein, ich möchte jetzt keine Margeriten oder sowas. Was ist das hier? Ginseng, ja, nehme ich. Ich weiß jetzt auch nicht, warum ich Ginseng unbedingt haben möchte. Ich glaube, ich werde alt. So, was ist das hier? Nur ein Baum. Was für ein Baum? Fichtenholz? Zeder, Zedernholz? Wir befinden uns immer noch in der Taiga übrigens. Ich bin immer noch in dem Biom, in dem ich gestartet bin. Mir war so, als ob ich von oben... einen Höhleneingang gesehen. Oh, bin ich dämlich? Oh nein! Freunde, Kacke, ich muss zurück, denn ich habe mein Bett vergessen und ich habe... Oh nein! Was ist denn das hier? Oh Gott, wie kacke ist das denn? Moment. Ich habe kein Schwert und ich habe kein Leder. Und ich habe auch keine Wolle und ich brauche jetzt echt... Oh, fuck, ich muss unbedingt zurück. Moment. Okay. Wir laufen jetzt fix zurück. Hilft nix. Mist, ich muss zurück. Lass mich jetzt hier durch. Verdammte Kiste. Oh,
Mist, Mist, Mist. Ich bin auch so unvorbereitet schon wieder, ne? Also Wahnsinn, wo muss ich hin? Lass sehen. Okay, das war dann so der erste Versuch, in die weite, weite Welt vorzudringen. Richtig gut. Bevor es zu dunkel wird. Ohne Bett ist halt Mist, ne? Dann renne ich da durch die Nacht, habe kein Bett und, toll. So ein bisschen schneller, bitte. So weit war ich ja jetzt, Gott sei Dank, noch nicht. Ich kann mein Haus schon sehen. Was war das hier? Candy-Taft. Candy-Taft, damit kann ich doch Dinge tun. Da kann ich doch Fäden mitmachen. Ja, ja. So. Okay. Ich schlage vor. Wir machen uns ein zweites Bett. Das bleibt jetzt hier erstmal stehen. Was brauche ich denn nochmal für so ein Bett? Dreimal Wolle war das, ne? Und dreimal Holz oder so? Ne, dreimal. Dreimal irgendwelche Planks. Okay. Diese Candy-Tuff-Dinger kann ich doch. Rosa Farbstoff. Aha. Gelber Farbstoff. Roter Farbstoff. Haben wir auch orangen Farbstoff? Oh, oranger Farbstoff! Her damit. Ist mir egal, was für eine Pflanze das ist. Okay, wenn ich hier reingehe. Nee. Wenn ich hier reingehe und ich mache da dieses Candy-Taft rein. Gibt es auch nur rosa Farbstoff. Ha. Gut. Dann kann ich ja den ganzen Quatsch jetzt hier nochmal eben einsortieren. Mache ich einfach, ne? So, dann habe ich. Lass ich mal diese Blümchen einmal weg. Da mache ich, glaube ich, separat nochmal eine Geschichte draus. Ein Kiwi-Eck, genau. Ich habe orangen Farbstoff. Warte mal ganz kurz. Wenn ich jetzt Architecture-Dings mache und ich sage, ich will jetzt hier so einen Hammer haben, habe ich immer noch kein Eisen. Okay, 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 kein Thema. Die Dinger kommen weg. Das kommt weg. Wir holen unser Schwert. Und bauen noch ein Bett. Also was Dusseliges, ne? Aber ehrlich. So, die Farben hatte ich hier. So. Mhm. Was für ein Sattel ist das hier eigentlich? Moment, wenn ich jetzt die Spinnweben hier irgendwo hinklatsch und die kaputt mache. So, jetzt habe ich Spinnfäden, so wie sich das gehört. So, ich hatte nämlich hier noch 12 und ich glaube fast, ich hatte auch noch Wolle, bin mir aber nicht sicher. So, wir brauchen noch ein Bett. Ich habe roten Farbstoff. Ich mache jetzt erstmal ein Bett. Dafür brauchen wir dreimal weiße Wolle. 4 Bindfäden. So. Dreimal weiße Wolle und dreimal Planks. So. Halt hier rein. So, dann machen wir 1, 2, 3. 1, 2, 3.
haben wir ein weißes Bett. So, und das da machen wir denn mit roter Farbe. Es ist beautiful. Okay, jetzt habe ich ein Reisebett. Beziehungsweise mache ich das rote Bett hier hin. Und das Reisebett. Ist das Weiße und das nehmen wir mit. So. Zack. So. Aber eigentlich kann das ja auch ins Haus, ne? Warum muss ich immer draußen schlafen? Macht gar keinen Sinn. So, wunderschön. Hup. Gut, dann auf einen zweiten Versuch. Yeah. Gute Nacht. Und bis zur nächsten Folge.